Immer wieder hören wir von gehäuften Stromausfällen in Deutschland, Europa und der Welt. Doch was sind die Gründe für diese Blackouts? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute im FDD-Thema. Schön, dass Sie da sind. Erst gestern hat es einen stundenlangen Stromausfall in Florida gegeben. Chaotische Verkehrsverhältnisse waren die Folge und weit über 4 Millionen Haushalte waren ohne Strom. Nach Angaben der zuständigen Atomenergiebehörde hatten sich mehrere Reaktoren nahe Miami aus zunächst noch ungeklärter Ursache automatisch abgeschaltet. Für Deutschland rechnet RWE-Chef Jürgen Großmann mit tagelangen Stromausfällen im Sommer. Die Bild zitiert Großmann mit den Worten: In ganz Europa wird Strom knapp, weil Kraftwerke fehlen. Mittlerweile reicht bereits das Zusammentreffen eines trockenen, heißen Sommers mit wartungsbedingten Ausfällen weiterer Kraftwerke, um die Versorgungssicherheit zu gefährden. Das klingt zunächst plausibel und die logische Folge wäre einfach, neue Kraftwerke zu bauen. Vielleicht gibt es aber auch noch eine andere Schwachstelle in der Stromversorgung. So hat das ZDF-Magazin Frontal 21 gestern berichtet, dass Strom da ist, vor allem jede Menge Strom aus Windenergie. Allerdings sei das Stromnetz schlichtweg zu alt und löchrig. So würden die Stromkonzerne lieber ihre Energie aus Kohle und Atomkraft in die Netze einspeisen, statt Platz zu machen für Ökostrom, sagte der Wirtschaftswissenschaftler Professor Lorenz Jarrast dem ZDF. Diese bisherige Praxis stünde im Widerspruch zur Klimaschutzstrategie. Diese Umsetzung der Strategie würde aber bedeuten, dass zum einen die bestehenden großen Kraftwerksblöcke der großen Energiekonzerne weniger stark ausgelastet würden. Das heißt, ihre Profite würden drastisch zurückgehen. Das wollen diese Konzerne natürlich nicht. Auch wenn der Wind immer mehr Strom liefert, die vielen Kohlekraftwerke sollen weiter Energie erzeugen, dann kommt es zu einer Überlastung. Und das bei überwiegend alten Netzen. Die Gefahr von Stromausfällen steigt. Auch der Verband der Netzbetreiber hält das deutsche Stromnetz für veraltet. Im November vergangenen Jahres hieß es bei dem Verband: Wir kommen an immer mehr Stellen im Netz an die Grenzen und müssen ausbauen. Teile der Netze und Anlagen sind fast 40 Jahre alt. Das sieht wohl auch der RWE-Chef Großmann so, zumindest in Ansätzen. Sonst hätte er der Bild nicht gesagt, dass wir schnell neue Leitungen bauen müssen. Das komplette Zitat sieht aber so aus: Wir müssen schnell neue Leitungen und vor allem neue Kraftwerke bauen, sagt Großmann, der doch offensichtlich auch anders kann. Danke fürs Zusehen. Morgen um 7 können Sie wieder mit dem Kollegen Lieven aufstehen. Bis dahin, tschüss.